Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video, meine Freunde. Heute geht es um ein ganz besonderes Ausrüstungsgegenstand, was ich mir ja organisiert habe. Und zwar habt ihr es vielleicht in dem ein oder anderen Video schon gesehen. Es geht um dieses Relog Adventure Package for Smartphones. Ich halte es nochmal in die andere Kamera. Heute wieder zwei Perspektiven da. Und möchte euch, bevor wir zum Produkt an sich kommen, erstmal erklären, warum ich glaube, dass dieses Produkt für meine Abenteuer, für meine Wanderungen interessant ist. Wenn euch das interessiert, dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. Ihr wisst ja aus zahlreichen Wanderungen und Videos, dass ich gerne mit dem S9 hier meine Wanderungen aufzeichne, navigiere. Und ich habe es oftmals hier oben dann mit einem Klettverschluss. Hier hinten kann man es auf der Rückseite nochmal sehen, das am Schultergurt befestigt. Ich habe jetzt hier oben dieses Klettband mal dran, auch wenn es jetzt an der falschen Seite ist, das macht aber nichts. Und dann kommt das Telefon im Prinzip hier oben dran und hält dann mehr oder weniger stabil fest. Ja, das funktioniert. Ich weiß, es gibt noch andere Haltemöglichkeiten. Ich bin vor einiger Zeit auf dieses Relog-System aufmerksam geworden, durch Werbung selbstverständlich, und habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, das könnte tatsächlich eine interessante Sache sein. Warum soll man das nicht mal testen? Dann bin ich auf die Webseite gegangen von der Firma Relog Outdoor. Die sitzen, glaube ich, in Österreich, wenn mich nicht alles täuscht, genau in Graz. Und da gibt es die Möglichkeit, sich zu bewerben als Influencer. Ich würde mich jetzt zwar nicht als Influencer sehen, um dieses Produkt halt entsprechend zu testen und das dann in ein Video zu präsentieren, sage ich mal, oder in einem Instagram-Post. Deswegen seht ihr auch irgendwo jetzt hier eingeblendet Werbung. Das ist halt rechtlich nun mal so. Ich habe dieses Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Im Gegenzug mache ich halt eben dieses Video, weil ich glaube, dass das für mich interessant ist, dieses Produkt zu nutzen. Es gibt aber auch Nachteile, da komme ich später noch zu. Und vielleicht ist das auch für euch interessant. Also ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir packen dieses wundervolle Paket mal aus hier. Da sind einige Dinge bei. Wir fangen mal an mit zwei Klettbändern. Die lege ich mal hier vorne hin. Ich habe hier nämlich extra so einen schönen Stein gefunden. Zwei Klettbänder. Wofür das alles ist und wie das verwendet wird, das erkläre ich euch gleich. Upsa. Dann haben wir noch einen kleinen Karabiner. Ich vergesse immer die zweite Perspektive. Die ist ein bisschen näher ran. Da kann ich das vielleicht da ein bisschen besser reinzeigen. Das hier ist im Prinzip eins der wichtigen Teile bei diesem Relog Adventure Pack. Warum, zeige ich euch auch gleich. Deswegen habe ich auch das S9 dabei. Dann haben wir hier noch die Halterung bzw. die Tasche, die an den Rucksack, an den Schultergurt kommt. Kann ich auch nochmal in die Kamera zeigen. Ist hier vorne mit einem Klett. Auch da kann man sein Patch dran machen oder was auch immer. Und hier auf der Rückseite hat man entweder die Möglichkeit, das mit diesem Clip zu befestigen. Oder man hat hier auch diese, wie heißen die? Mole Straps. Dann kann man das irgendwie entsprechend anders noch befestigen. Mein Rucksack hat das leider nicht, außer dieser Bundeswehr-Rucksack, den ich habe. Aber den nutze ich äußerst selten. Und wenn, dann ist dieses Mole-System tatsächlich hinten am Rücken. Und ja, macht auch nicht wirklich viel Sinn. So, und als letztes Teil meine ich, guck nochmal rein, jo, als letztes Teil ist dann noch dieser kleine Adapter dabei für eine Actioncam. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gleich mit der Actioncam ausprobieren kann. Das probieren wir auf jeden Fall auch noch aus. Wobei dieses System tatsächlich primär für mich als Smartphone-Tragesystem gedacht ist. So, dann fangen wir an. Als allererstes muss man halt eben ein entsprechendes Smartphone haben. Das ist unabdingbar mit einer entsprechenden Hülle. Das funktioniert also nicht ohne Hülle, das System. Man muss irgendein Case da drum haben, um halt eben dieses System hier, diese Halterung, diese Lasche daran zu machen, sozusagen auf der Rückseite. Und dann wird diese Lasche, womit das Smartphone an dieses System befestigt wird und fest bleibt. Jetzt muss ich einmal eben kurz diese Lasche abmachen. Dann kann ich euch das auch vielleicht in die Kamera zeigen. Ich lege das gerade mal zurück hier. Ne? Also diese Lasche kommt dann hier drauf, sodass diese Öse nach außen zeigt.
Und hier kann man auch diese Öffnung sehen, wo normalerweise dann geladen wird. Da kommt das dann halt durch. Sorry, dass mein Case so ein bisschen schmierig aussieht, aber das hat auch schon einiges mitgemacht, das Ding. So, und so wäre es im Prinzip schon fest, ja. Und dann kommt das Telefon entsprechend wieder an diese Relock-Halterung dran. Und dann wäre es im Prinzip schon fest. So, das wäre zumindest mal der erste Teil. Das lege ich jetzt erstmal beiseite, das zeige ich euch gleich. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach, diese Tasche zu befestigen. Ich zeige euch nochmal diesen wuchtigen Plastikklemmenhaken oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Der geht echt, ihr seht auch ein bisschen filmschlicht darüber. Das finde ich tatsächlich ein bisschen blöd. Na, hier ist dieser Haken. Ich zeige es auch nochmal in der Detailaufnahme. Da sind so kleine Stacheln drin, sage ich mal, die das wirklich fest dann an dem Schultergurt halten. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel, wie materialschonend das ist für so ein Schultergurt. Wenn ich das richtig feste natürlich einquetsche, dann ist natürlich immer noch ein bisschen Bewegung da drauf. Ich weiß es halt nicht. Also die optimale Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Plastikklemmhaken ist das nicht. Ich zeige euch aber gleich beide Systeme, wie ich es bei beides schon mal ausprobiert habe und was für mich besser funktioniert. Deswegen fummel ich das jetzt erstmal hier dran und zeige euch das, wie man das befestigt. Also es ist im Prinzip egal, ob man das an den linken Schultergurt oder an den rechten Schultergurt macht. Das bleibt jedem selbst überlassen. So, und dann muss man das wirklich relativ weit aufdehnen hier, dass das dann entsprechend hier reinpasst. Und dann kann man das zudrücken. Und das hält schon fest. Das ist wirklich bombenfest, das Ding. Wie gesagt, über Materialschonung und so weiter, da kann ich halt nichts sagen. Weswegen ich diese Halterung, wie gesagt, nicht ganz so optimal finde. Sagen wir es mal so. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Genau, also man müsste dann den Rucksack einmal aufziehen. Das mache ich gleich auch noch. Und dann halt eben entsprechend die Position anpassen. Und dann würde mit einem oder mit zwei Klettverschlüssen entsprechend diese Relock-Halterung hier oben dran gemacht werden. Das mache ich gleich, wenn ich das justiere. Das ist dann ein bisschen einfacher. Und zusätzlich könnte man dann noch den Karabiner nutzen. Oder nicht zusätzlich, man könnte den Karabiner anstatt dieser Klettverschlüsse nutzen. Und dann entsprechend diese Relock-Halterung irgendwie an der Lasche oder an Öse befestigen. Das würde auch funktionieren. Das baumelt halt dann entsprechend rum. Ne? Ich glaube, das kommt immer auch so ein bisschen auf den Einsatzzweck an, wo man unterwegs ist, was man dabei hat. Man könnte es ja im Prinzip auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, an der Kleidung befestigen oder an den Gürtel oder wie auch immer. Das bleibt, wie gesagt, jedem selbst überlassen und es ist, wie gesagt, eine Frage des Einsatzzwecks. Ich habe den Rucksack mal aufgezogen und ihr seht hier an der Seite, kann man das entsprechend dann aufmachen und nach oben und nach unten verschieben. Aber durch diese kleinen Häkchen, die da drin sind, ist es manchmal echt ein bisschen schwer, das richtig zu positionieren. Man muss es wirklich ausprobieren. Aber wenn es halt einmal sitzt, dann sitzt es halt. Und wenn man nicht regelmäßig seinen Rucksack wechselt, sollte das, denke ich, auch in Ordnung sein. Aber ihr seht, das ist schon echt schwer und es ist hier tatsächlich auch so ein bisschen weit unten. Jetzt muss ich es wieder ein bisschen höher machen. Dann sollte das normalerweise einrasten. So. So, damit haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt kommt noch diese Spirale. Jetzt mache ich erstmal das Telefon wieder ab davon. Dann ist das ein bisschen einfacher. Jetzt kommen hier im Prinzip die Klettverschlüsse drum. Muss mal gerade eben schauen, wie rum das kommt. Genau, so rum. Also ob man das mit einem macht oder mit zwei, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich glaube aber, dass man mit zwei Klettverschlüssen das ein bisschen stabiler noch hinbekommt. Aber ich habe gleich noch eine andere Lösung für euch. Falls ihr euch für dieses System interessiert, die vielleicht ein bisschen besser ist. Jetzt müsste ich tatsächlich nochmal den Rucksack abziehen und das dann entsprechend nochmal positionieren. So, das mache ich jetzt eben nochmal und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder.
Wobei, ich kann die Kamera auch laufen lassen. Das funktioniert auch so. Da muss man halt eben schauen, dass man das entsprechend so positioniert, dass das vom Abstand her passt. Oh ne, das war schon. Sehen wir mal. So. Also den Karabiner, den würde ich jetzt normalerweise wieder abmachen. Den lasse ich jetzt einfach mal dran. Also es ist tatsächlich wirklich besser, wenn man das einmal zu Hause macht und einmal richtig einstellt. Aber ich möchte ja hier jetzt nur grundsätzlich das Prinzip mal verdeutlichen, wie das funktioniert. So, ne? Dann kommt hier oben diese Spirale dran. Ich mache mal eben das Display an, damit ich sehe, was ich filme. Hier ist diese Spirale. Hier kann man das dann entsprechend rausziehen. Und jetzt mache ich eben, ziehe es einmal wieder auf. Dann könnt ihr im Prinzip auch schon sehen, dass wenn man dieses Seil komplett auszieht, dass es dann hier oben in der Rolle fixiert. Und wenn man jetzt beispielsweise dann ein Foto macht oder ein Video in den Bergen beispielsweise und man muss sich ganz plötzlich festhalten mit beiden Händen beispielsweise, dann lässt man natürlich erstmal das Telefon fallen und es ist fest. Und darum geht's. Das ist im Prinzip genau dieses System. Ich habe jetzt blöderweise diesen Klett hier dran, deswegen geht es für mich jetzt nur in eine Richtung rein. Ne, genau, falsch rum. Das ist ein Klassiker. Weil innen drin halt eben so ein weich gepolsterter Stoff ist, der nicht mit dem Klett funktioniert. Aber normalerweise, die meisten Leute haben halt eben das Klett nicht da dran. So, und dann kommt das hier rein. Und dann ist das im Prinzip fest. So. Ja, und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid unterwegs, ihr habt schön den Schultergurt zu, den muss ich tatsächlich zumachen, weil ich sonst mit dem Arm immer hier an diese Tasche komme. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen blöd. Vielleicht gibt es da ja in der Zukunft mal eine kleinere Version. Da passt jetzt das Telefon ganz ordentlich rein. Und ja, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid in den Bergen unterwegs, ihr wandert und seht jetzt was. Ach, guck mal, da wollen wir ein Foto machen. Dann kann man das normalerweise, wenn man das komplett rauszieht, dann entsprechend nutzen und fotografieren. Und dann zieht man einmal in die Länge. Dann rollt sich das wieder ein. Dann kann man das wieder in die Tasche stecken und kann ganz sicher weiter wandern. Im Prinzip, die Idee ist echt genial. Ja, ihr seht, also im Prinzip ist das ein richtig tolles System. Was ich tatsächlich erst im Nachhinein festgestellt habe, ist, dass diese wundervolle Tasche auch eine Lasche hat zum Verschließen. Ich hoffe, es geht jetzt raus. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie ein Klettverschluss oder sowas ist. Beim letzten Mal hat es funktioniert. Ich bilde mir das auf jeden Fall nicht ein, dass da eine Lasche ist. Ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwas ist hier. Ja. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Ne? Da komme ich gleich noch drauf. Das ist halt ja noch nicht irgendwie so hundertprozentig durchdacht, dieses System. Klar, jetzt ist hier natürlich der Klettverschluss, das Gegenstück dazu. Das finde ich richtig genial. Diese Tasche zu verschließen. Aber, und das habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, ist, ob es möglich ist. Es wäre natürlich, ja, wobei doch. Ich muss es jetzt einfach da rein tun. Jetzt ist auf beiden Seiten natürlich dieser Stoff. Das heißt, mein Klett wird natürlich auch da festhängen. So. Aber da müssen wir jetzt durch. So. Jetzt kann man das natürlich so zumachen. Habe ich das Seil natürlich nicht eingefahren. Es geht auch. Aber irgendwie optimale Lösung wäre das für mich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich probiere jetzt gleich nochmal mit der Action Cam aus. Die kann man im Prinzip dann auch hier dran befestigen, ohne diese Tasche. Ich gucke jetzt nochmal eben auf die Box. Genau, man kann das Handy befestigen, man kann eine Action Cam befestigen. 62 cm Dyneema Cord ist da dran. Da fände ich, also ich sage jetzt direkt mal, ich hätte tatsächlich zwei Verbesserungsvorschläge. Und zwar einmal die Tasche ein bisschen kompakter zu machen. Und dieses Seil vielleicht oder diese Spule so zu konzipieren, dass es möglich ist. Wenn ich jetzt überlege, bei den ersten Malen, wo ich es ausprobiert habe, da habe ich gedacht, sobald ich es ein bisschen ziehe und jetzt loslasse, dass der dann blockiert. So wie beim Anschnallgurt beim Auto. Ist aber leider nicht der Fall. Sondern man muss dieses Ding komplett ausziehen. Und ihr seht, ich habe meinen Arm komplett ausgefahren und der irritiert halt nicht. Und das finde ich halt blöd. So, jetzt müsste ich natürlich die andere Hand nehmen.
Das gefällt mir nicht. Vielleicht könnte man da irgendwie auch individuell irgendwie in der Spule technisch gesehen eine andere Lösung finden, dass man, sobald ich es rausgenommen habe, so und ich dann so ein bisschen wieder nachgebe, dass es dann im Prinzip schon blockiert. Fände ich richtig toll. Hier seht ihr das System dann nochmal komplett mit dem Telefon, mit dieser Relock-Spirale. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt einen speziellen Namen hat. Also wie gesagt, dieses System finde ich grundsätzlich interessant. Ich baue das jetzt mal ab und zeige euch mal eine bessere Variante, wie man zumindest mal die Tasche nutzen kann, ohne diesen brachialen Plastikklemmverschluss hier. Ich weiß auch nicht, ich wollte den eigentlich bei dem 100 Kilometer Marsch verwenden, aber ich habe es tatsächlich nicht gemacht, weil ich nicht sicher war, ob dieses Ding oder diese Tasche einfach irgendwann dermaßen auf den Geist geht, dass ich das Ding einfach in die Ecke pfeifern wollte. Deswegen habe ich darauf verzichtet und werde jetzt erstmal diese beiden Klettbänder nehmen. Ich werde das mal auf Seite legen. Also, wenn man diese Tasche nur einzeln verwenden möchte, ja, mit dieser Klappe finde ich das absolut genial. Da stand im Übrigen in keiner dieser Beschreibungen, dass da noch eine Tasche ist. Beziehungsweise diese Klappe zuzumachen. Weil auf den ganzen Bildern hier ist es immer nur offen zu sehen, ja. So, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, meine Lösung wäre, diese beiden Klettbänder entsprechend hier durchzumachen. Ob man jetzt nur beide nimmt oder nur eins, das bleibt jedem natürlich selbst überlassen. So, habe ich das jetzt richtig rum gemacht? Ich glaube, ja. Na, und das dann an den Schultergurt zu befestigen. Ich denke mal Brustgurt und sage Schultergurt. Und dann muss man im Prinzip genau das Gleiche machen. Man muss halt eben nochmal die Position anpassen. Man muss das Klettband entsprechend natürlich etwas fester zudrücken und zuspannen, damit halt eben diese Tasche auch stabil auf der Position bleibt. Und so tatsächlich könnte ich mir vorstellen, das auch zu nutzen, wenn es das in einer etwas kompakteren Version gäbe, die auch ein bisschen weicher ist. Ich meine, das ist schon sehr weich. Aber gerade, wie gesagt, wenn ich mit dem Arm da vorbei schaukel, sage ich mal, wenn ich unterwegs bin, dann fängt das irgendwann massiv an zu nerven. So, und dann zeige ich euch das nochmal. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit den Handyhüllen. Da kann man alle paar Monate dann eine neue Handyhülle bauen. Ihr seht, hier ist noch, das ist jetzt das S9. Da ist ordentlich viel Platz drin. Da passt auch, was weiß ich, ein iPhone 12 Max oder irgendwie sowas rein. Das steht doch, glaube ich, sogar da. Maximale Phongröße 85 x 165 mm. So. Ne? So. Das sieht schon schick aus. Das gefällt mir richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. So, ich baue das jetzt mal eben ab hier und zeige euch mal die Halterung für die Action Cam. Das dürfte auch ganz interessant werden für den einen oder anderen von euch, denn man kann diese ganze Halterung hier natürlich abbauen. Da sind so kleine Karabinerhaken und sowas dran. Und dann kommt im Prinzip dieses kleine Schmuckstück da dran. Das ist im Prinzip auch die Halterung für die Action Cam dann. Ja, dann würde man die Action Cam ja hier in diese Ösen reinschieben und mit einem entsprechenden Verschluss fixieren. Ich blende euch da jetzt mal ein Video ein. Ich kann jetzt natürlich nicht die Kamera einfach abmontieren. Und dann könnte man das im Prinzip ja so arretieren, rausziehen, wenn es denn hält. Ne? Dann seine Aufnahmen machen und dann das gleiche entsprechend so wieder zurückführen. Und durch diese Drehbewegung hier ist dann die Kamera auch arretiert. Also ich weiß nicht, ob ich mir da eine Actioncam dran machen wollen würde. Wenn ich im Gelände unterwegs bin, vielleicht ja, ohne das Mikrofon und alles, könnte ich mir das gut vorstellen. Aber wie gesagt, primär ging es mir da tatsächlich um mein Telefon, um das komfortabel zu haben. Das Schöne ist ja, wenn man das Telefon so hat, dann muss man es zwangsläufig nach oben gerichtet mit dem Mikrofon, zumindest neun, positionieren, sodass ich Navigationsanweisungen von Komoot auch sehr viel besser hören kann, als wenn es nach unten gerichtet ist. Ja, also ich glaube, das war zumindest mal so ein ganz grober Überblick über den Relock Adventure Pack for Smartphones.
Ich komme jetzt noch so ein bisschen auf die Vor- und die Nachteile zu sprechen. Und dann sage ich vielleicht auch noch was über den Preis. Das ist ja auch ganz interessant. Also Vorteil auf jeden Fall ist diese Tasche. Das finde ich sehr komfortabel. Da kann ich wirklich nichts anderes zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Tasche wirklich wasserfest ist, aber sie ist auf jeden Fall wasserabweisend. Für so kleinen Regenschauer sollte das auf jeden Fall kein Problem sein. Und ja, Verbesserungsvorschläge habe ich folgende. Erstmal diese Tasche, ich zeige sie nochmal in die andere Kamera. Vielleicht ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner. Vielleicht kann man da andere Materialien verwenden, ich weiß es nicht. Klar, das ist jetzt eine Universalgröße, damit halt eben sehr viele Smartphones da reinpassen. Das wäre ein Verbesserungsvorschlag. Die Halterung für diese Tasche, ich weiß nicht, ob es absolut notwendig ist, dass man so ein fettes Kunststoff-Plastikteil hier nehmen muss. Das weiß ich halt nicht. Diese Zähne, also wenn ich die Zähne sehe, ich zeige es nochmal hier in die Kamera, ich hoffe, man kann das sehen. Das ist natürlich schon, ja, für das Material. Ich weiß nicht, ob das, ja, auf lange Sicht gesehen für das Material gut ist. Und als weiteren Verbesserungsvorschlag, wie gesagt, wenn man die Kürze oder die Länge des Seils nicht beeinflussen kann, dann vielleicht die Möglichkeit, dass man auch auf Zwischenwegen, so wie jetzt, wenn ich jetzt loslasse, dass es dann entsprechend fixiert bleibt. Das fände ich richtig toll. Sonst finde ich das ein sehr gutes System. Ja, meine Freunde, abschließend kann ich wirklich nur sagen, dieses ReLock Outdoor System Adventure Package für Smartphones kann ich grundsätzlich schon empfehlen. Jeder muss halt eben für sich selber sagen und wissen, ob das funktioniert oder nicht. Ich werde es weiterhin ausprobieren. Ich werde es hin und wieder auch nutzen. Zumindest diese Tasche, diese Spirale. Ja, also wenn ich mal irgendwann in den Bergen unterwegs sein sollte, dann werde ich es bestimmt auch montieren. Zum Preis kann ich noch sagen, ich habe jetzt gerade aktuell mal auf der Webseite von ReLock geguckt. Liegt bei 49,90 €. Und wenn ihr über den Link bestellt, der unten in der Videobeschreibung ist, bekommt ihr 10% Rabatt. Ergo kriegt ihr den Artikel ein bisschen günstiger. Ich kriege im Gegenzug eine kleine Provision dafür und schaut es euch gerne an. Wie gesagt, es ist kein Zwang, ist keine Verpflichtung. Ich werde auch hin und wieder dieses Klettband verwenden. Und ja, mit diesen Worten kann ich nur sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Schaut wie gesagt mal auf der Webseite nach und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.